Und macht jetzt jemand mal diese scheiß Ficktür hier weg hier. Was denn hier? Hat da einer hingepisst oder was? Ihr seid so Drecksäue, ne? Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 26 in der Brison Architekte. Ja, ich bin's wieder, euer Big Mongo Styler. Und zu Beginn in dieser Folge widmen wir uns dem schönen, wunderbaren Flur, den ich hier bauen möchte. Denn ich will, dass diese Servomotoren, diese ferngesteuerten Türen hier einen Sinn ergeben. Und momentan tun sie das noch nicht so wirklich. Deswegen, es ist gleich Essenszeit, es dauert aber noch ein bisschen, werden wir erstmal hier diese Bänke hier demontieren. So, die brauchen wir erstmal nicht mehr. Dann, wenn hier der Flur ist, kommen hier Wände hin. Da machen wir hier eine Staff Door hin und eine zeitgetimte Tür. Das heißt, diese Tische hier müssen auch erstmal weg, dass die Leute hier durchkommen. So. Ja, und hier das gleiche Spiel, weil hier ist dann die Wand. Hier eine Staff Door und dann machen wir hier diesen Tisch noch weg. So, jetzt spulen wir mal wieder ein bisschen vor. Machen wir erstmal zweifache Geschwindigkeit, weil ich will das hier bis zum Essen fertig haben. So, machen wir jetzt nochmal einfache Geschwindigkeit und zaubern hier jetzt erst einmal die Türen hin, oder? Machen wir die Türen zuerst. Ja, Einrichtung. So, also hier ist dann die Wand. Hier ist dann die Staff Door. Warte mal, wie machen wir das hier? Also hier ist Staff Door, hier die Zeittür. Oder, na komm, wir machen hier die Staff Door hin. Ah, da müssen wir, ne, hier, genau, hier so. Zack, und dann die ferngesteuerte Tür. Komisch, seht ihr das? Wenn ich die Tür so drehe, links und rechts verändert sie sich, aber oben und unten bleibt sie gleich von der irgendwie, von der, warte mal, rechts, unten, links, oben, rechts, unten. So, links, oben. Sodle. Und jetzt können wir die Wände anbringen. Anbringen, naja, eher bauen, ne? So. Und da brauchen wir dann auch wieder den wunderbaren Servomotor. Okay, der kommt dann hier drüber. Und hier drüber. Sodle. Und diese Türen hier tun wir jetzt dann mit einer Zeitschaltuhr verbinden. Da müssen wir jetzt eine neue hinbauen, weil wir brauchen einen neuen Zeitplan. Ups. Versorgung. Wo ist sie denn? Die gute Zeitschaltuhr hier unten. Dann nehmen wir die hier. So, die wird dann auch gebaut. Und dieser Zeitschaltuhr geben wir dann einen neuen Zeitplan. Vielleicht können wir da auswählen Essen Only oder sowas. Das können wir dann mal gucken. Ich weiß nicht, wie die hier mit den Wänden, wie schnell die hier hinmachen, aber wir spulen jetzt wieder mal eine Ecke vor. Weil es dauert immer so ein Weilchen, bis die hier mal hinmachen. Und ja, wenn die Wände dann stehen, können wir das Ganze dann in Angriff nehmen. Wo rennen die jetzt hin, die Bauarbeiter hier? Ja, Müll holen, oder? Ja, hier sind aber echt auch Gefangene drin, die hier kochen dürfen. Ich hoffe, dass, die Gefangenen, die hier mitkochen, ja, in diesem Reformierungsprogramm, dass sie durch die Staff Door durchkommen. Weil ansonsten haben wir da ein Problem. Wie genau das dann geht, weiß ich nicht. Aber gucken wir mal. Wir haben jetzt nur noch 126 Gefangene hier drin. Können jetzt mal wieder eine neue Fuhre reinlassen. So, die Wände stehen schon fast. Da fehlt noch ein Stückchen Wand. Wunderbar. Coole Sache. Ich hoffe, sie haben unten die Zeitschaltuhr schon angebracht. So, jetzt gucken wir uns das Teil mal an. Essen. Essen offen. Ja, das ist doch easy, oder? Drücken wir einfach auf Essen offen und fertig. Und dann sollte das passen. Was heißt hier maximale Sicherheitsstufe, jede Sicherheitsstufe? Ah, da können wir noch angeben, welche Sicherheitsstufe da dann durchkommt beim Essen. Ja. Okay. Hä? Na, zu viel auf einmal. Wir verbinden jetzt erstmal diese Zeitschalttür, Zeitschaltgedöns. Alter. So, gib mir mal einen Servomotor. Wo ist denn der? Junge, Junge, Junge. So, verbinden. Verbinden wir hiermit das Teil. Verbinden wir dann hiermit. So, das öffnet sich dann nur beim Essen. Und das Ding wird gerade gebaut. So, verbinden wir auch mit der unteren. Und das verbinden wir dann auch hiermit. Sodle.
Das ist doch schon mal gut. Die Türen sind jetzt permanent offen. Was mir jetzt persönlich nicht so gefällt, ist, dass die Türen so ineinander glitschen und buggen und sieht irgendwie blöd aus, ne? Und dass die Tür hier nach da aufgeht und die hier nach da. Also, eigentlich würde ich ja drauf, drauf scheißen, aber nee, das gefällt mir nicht. Das muss noch mal weg hier. Und das hier auch. Weil es soll ja schon ein bisschen nach was aussehen, ja. Und dann würde ich sagen, wir machen die Stuff da dann einfach hier hin. Einen Block weiter. Auf Autosave. Dann tun wir hier nochmal abreißen. Machen hier bam, bam, bam. So, wunderbar. Dann kann hier wieder ein Stückchen Wand hin. Zack, zack. So, das hier wurde jetzt abmontiert oder was? Oder brauchen die noch länger, Alter? Was geht denn ab jetzt hier? Offen. So. Jetzt bau den Kram ab. Und die hier vielleicht auch. Das wäre ganz, ganz cool. Einrichtung demontieren. Ja, da hat das jetzt oder nicht? Oh, hier Zigaretten wieder gefunden und Pillen. Ah, ich habe jetzt nicht gesehen, wer das war. Ah, jetzt mach doch mal bitte hin, ey. Ist schon lustig, dass wir von einer Box, wo ein Servomotor drin ist, die Zelle durchsuchen können. Naja, ist halt noch Alpha, ne? Aber jetzt mach doch mal bitte Eier hier mit dem ganzen Kram. Wo sind denn die ganzen Bauarbeiter, diese Lowbobs, ey? Oh, hier wurden Pillen gefunden. Du kommst, wie auch alle anderen, in die Isolierung. Deine Zelle wird durchsucht und dich selber durchsuchen wir auch nochmal. So, haben sie jetzt endlich mal hier hingemacht, ey? Das gibt's doch gar nicht. Ah. Nicht wegwerfen, Mann. Ihr sollt ihn ins Lager bringen. Jetzt mach doch mal irgendwas hier. Das ist doch zum Koten, ey. So. Wo ist die Personaltür? Okay. Ey, tun die jetzt auch mal die scheiß Kisten da wegmachen, Alter. Jungs, ihr geht mir tierisch auf den Sack gerade. Ach, für die Tür kommst du hoch und nimmst du den Kacke jetzt auch mal mit hier? Ach, wie der Bauarbeiter nicht durch die Stuff Door geht, aber rückwärts läuft er durch. So, werf den Scheiße jetzt weg, Mann. Ist mir doch wurscht, Mann. Was ist hier mit, Mann? Den Tisch? Kann dann auch mal einer abholen, vielleicht irgendwie. Ja, und den Abfall lässt du liegen, oder was? Ey, solche Homo-Fürsten. Oh, da könnte ich wieder koten, ey, bis zum Abwinken. Jetzt hat er den Müll mitgenommen. Was ist jetzt mit der Kacktür hier? Kann hier jetzt jemand mal abbauen, ey? Ja, jetzt stehst du vor der zunehmenden Tür. Warum gehst du nicht durch die Stuff Door, Alter? Wie alle anderen. Ey. Ach, hoch können sie. Ah, okay. Das ist sehr kurios. Wenn ich die jetzt aufmache, laufen sie hier durch. Guck. Lol. Hä? Ja, das ist ja sowas von. Ja, aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe die Türen so platziert, dass sie so rum. Ach, ich kapiere euch nicht, Leute. Da kann er doch durchlaufen, ey. Was ist denn los mit dir, Mann? So, wir werden das Teil jetzt erstmal demontieren hier. Demontieren. Bitte. Schneller. Demontieren. Mach doch mal die Kacke jetzt weg, bitte. Oh. Die laufen hier einfach dran vorbei und nehmen nicht mal die Scheißkiste mit hier. Was ist denn mit der Schlo? Seid ihr alle Hauptschüler oder was? Wegwerfen. Oh Mann, dass dieser Flur solche Probleme macht, hätte ich nicht gedacht. Ja, schon die Hälfte der Folge hier versemmelt hier für so eine dumme Kacktür. Ach so, und jetzt lässt du den Abfall wieder liegen. Und macht jetzt jemand mal diese Scheiß-Ficktür hier weg hier. Was ist denn hier? Hat da einer hingepisst oder was? Ihr seid so Drecksäue, ne? Was? Einzelhaft? Zwei warten? Was? Zwei warten auf die Einzelhaft? Ach du Scheiße, das Ding schon so voll. Ich glaube, wir müssen da echt mal noch eine Kamera anbringen. So mal nebenbei, dass ihr auch mal was anderes seht. Weil hier dieser Bereich ist immer so unüberwacht. Das gefällt mir nicht so. So, und jetzt will ich, dass jemand diese Kacktür hier wegwirft. Ist mir egal.
Mach die scheiß Tür weg jetzt, sonst flipp ich aus hier. Wo sind die Bauarbeiter? Die kommen hier natürlich jetzt schlecht durch, wenn hier welche sein sollten. Aber es wäre echt cool, wenn die mal jemand jetzt echt mal wegmachen könnte. Wirft Remote Door weg. Aha. Ja, ich sehe es. Ich sehe es, wie du dir die Tür wegwirfst. Affenkopf, Mann. Ach, Leute, Leute, Leute. Einrichtung, ich setze jetzt einfach die neue Tür dran. Dann werden sie schon merken. Ferngesteuerte Tür. Ja, natürlich passt die nicht dahin. Oh, wegwerfen, demontieren, bitte. Offen, normal. Jetzt was ist mit dieser Tür? Warum ist die so weit oben, Alter? Was ist denn hier? Werf die doch mal, mach doch mal bitte. Hallo. Hier, du scheiß Lowbob, Alter. Du kommst jetzt nicht und nimmst den Kackmüll. Wo ist denn hier so ein freier Bob, ey? So, guck mal, hier sind so viele freie Bauarbeiter. Warum macht denn... Kümmert sich keiner um diese Kacktür hier? Schick ich halt noch einen hin. Ist mir egal, wenn sie auch 10 Leute brauchen, um die scheiß Tür abzuholen. Jetzt komm doch mal her, ey. Ich kann den nicht auswählen. Seht ihr das? Das ganze Lager ist auch übrigens voll. Normal, soll ich sie vielleicht aufmachen? Ach, dann läuft er wieder zurück. Ey, Junge, ey, leck mich am Arsch, Mann. Das gibt's doch nicht. Jetzt reiß ich hier auch noch die Wände ab. Das ist mir sowas von Wayne, Mann. So, hier die Wand weg, hier die Wand weg. Ah, oh, das gibt's nicht. Ich glaube, ich muss das Spiel speichern und neu laden oder so. Weil die Tür, die... Guckt euch das an. Einrichtung, demontieren... Kannst du von mir aus auch verkaufen? Das ist mir sowas von wurscht, ey. Aber es macht keiner. Oh, jetzt steht da To-Do, wirft Remote Door weg. Weil es ist grün. Seht ihr das? Ja? Jetzt wieder rot. Jetzt und jetzt? Vielleicht jemand? Irgendwie? Ein Freiwilliger? Ihr könnt mir alle mal so böse, ey. Ah, oh, das gibt's nicht. Scheiß Tür, Mann. Ich verpasse den ganzen Gefängnisalltag. So, Bestrafung, Isolierung, Zelle suchen, Gefangene suchen. Die Tür steht immer noch da. Ja, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle tue ich mal gerade das Spiel neu, neu laden, weil das hilft dann manchmal bei solchen kleinen Kackfehlern. Dann gehen wir jetzt gerade mal ins Hauptmenü. Gefängnis speichern, Neuanfang, speichern. So, wunderbar, das ist gespeichert. Ah, hier. Ja, egal. Den haben wir dann ja gleich wieder. Also, ich lade nur schnell neu und dann sehen wir uns gleich, ne? Bis gleich. So, meine Lieben, hier bin ich wieder und ich habe das Spiel neu geladen und diese Tür steht immer noch hier. Klar steht sie noch hier. Ich habe das Ganze ja auch so gespeichert. Ah, jetzt auf einmal geht die Tür nach da auf, ja? Demontieren bitte. Ey, gibt's das oder gibt's das nicht hier? Also ich bin echt überfordert mit dieser Tür. Wie ihr vielleicht sehen könnt. Jetzt habe ich hier so eine Kacktür mitten in der Kantine. Ich meine, klar, es ist nur eine Alpha. Oh, hier unten haben wir den Scherentyp hier. Wie sie alle hier unten essen. Warum essen die nicht hier oben? Ist doch noch genug Platz frei. Ja, macht er jetzt oder nicht? Soll ich die Tür vielleicht öffnen? Lol. Och bitte. Mach doch diese scheiß Tür ab, Alter. Ey, diese Folge wird auf jeden Fall scheiß Tür oder Kacktür oder irgend sowas heißen oder keine Ahnung. Dabei wollte ich doch nur hier ein bisschen das Ganze ordentlicher aufbauen. Ich glaube, wir werden jetzt in den gesamten Let's Plays... Was? Gebäude reinigen. Oh! Er hat die Tür mitgenommen, ich glaub's ja nicht. Alter Schwede, und warum habe ich jetzt so einen Kackboden, ey? Wo ist mein schöner Küchenboden? Ey, wo sind die Kacheln, Alter? Sind das die hier? Nee. Nee, oder? Nee. Wo ist denn mein schöner Kachelboden? Marmorfliesen, ja, so hat nicht. Weiße Fliesen, waren das die hier?
Oder was hatten wir da in der Küche? Betonplatten garantiert nicht. Sand, Betonplatten, Holzboden, Keramikboden. Naja, die Dinger sind es nicht, ne. Hä, was hatte ich denn jetzt? Wie? Achso, das ist, glaube ich, das allgemeine Küchendingens. Warte mal, Kantine meine ich. Achso, jetzt. Jetzt hat er natürlich hier Materialien. Warte mal, da müssen wir das Material wieder abreißen. Oder reinigen oder. Keine Ahnung. Wie reiße ich denn sowas hier bitte ab, so ein Material? Na, jetzt habe ich es gemacht. Okay, Räume. Kantine. So, jetzt haben wir wieder den gleichen Boden überall. Gut, und jetzt ganz easy und ganz gediegen werde ich jetzt hier wieder ein Stückchen Wand anbringen. Und hier auch. Und dann bringen wir die schwule Tür an. Ich weiß jetzt nur nicht, in welche Richtung ich die hier. Ich glaube, ich habe die. Warte mal, wie habe ich die angebracht? Ich habe so, so rechts, ja? Unten. So habe ich die angebracht. So, und dann brauchen wir hier auch wieder den Servomotor. Alter Schwede, was für eine Action, ne, Leute? Wir sind auch schon gleich wieder am Folgenende angekommen. Ich meine, das war jetzt viel Dummheit in einer Folge. Na, dafür konnte ich nichts, habt ihr ja gesehen. Zumindest ist diese Tür hier gekoppelt. Zeig mal her. Nicht Versorgung, nicht Zwangsarbeit, nein. So, hier, zeige Verbindung. Uiuiui, sind aber ganz schön viele. Ja, okay, zumindest kann ich erkennen, dass diese Tür beidseitig gekoppelt ist. Das ist gut, hier die Tür wird gleich kommen. Ah, da kommt auch schon der Servomotor und dann die Tür, das ist auch okay. Und dann kann ich den hier schon mal verbinden. Mit der unteren Zeitschaltuhr. Das heißt, wenn die Tür jetzt drankommt, sollte es gleich funktionieren. So, hier sind Kippen gefunden worden. Aber wer, ey, in dem Kuddelmuddel, da kann man doch nicht erkennen, wer das war. Selbst die Wächter, die drehen hier durch, ey. Also es ist echt nicht leicht, Leute. Es ist nicht leicht. So, jetzt kommt die Tür hier dran. Und die ist dann jetzt nur zu Essenszeiten auf. Aber, okay. Habe ich dich nicht gekoppelt? Hä? Also es ist noch keine Essenszeit. Ja klar, dann kommt die ja auch nicht durch, ihr Idioten. Warum wollt ihr da unten lang laufen? Lauf doch mal hier lang. Wir haben keine Essenszeit, wir haben Arbeitszeit, Leute. Ja, und genau das ist das Problem, weil manche halten sich ja ein bisschen länger in der Kantine auf. Deswegen, oh, der ist schon woanders lang gelaufen. Was haben wir hier? Was ist denn das? Bier oder was? Was haben wir bei denen gefunden jetzt gerade? Keine Ahnung. Egal. Isolierung, Zelle durchsuchen, Gefangenen durchsuchen. Junge, Junge, Junge. So, was mit der Kamera stimmt, die müssen wir noch koppeln. Monitor. Verbinden. Zack. Zack. So, und hier haben wir Alkohol gefunden. Bei dem hier, oder was? Ja, Bestrafung, Isolierung, du kriegst nichts zu essen. Und Zelle und Gefangenen durchsuchen. So, und jetzt wegen diesem Zeitschaltsystem hier unten. Das machen wir so. Weil Essen ist ein bisschen blöd. Wir müssen uns jetzt dazu mal kurz unseren Plan nochmal anschauen. Weil ich weiß nicht genau, wann wir jetzt nochmal Essen hatten. Aufgabe, nein, 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 was hier, Tagesplanung, genau. 7, 8, 1, 2 und 7, 8. 7, 8, 1, 2, 7, 8. So. 7, 8. 1, 2 haben wir hier. Und nochmal 7, 8. Weil dann machen wir das hier weg. Und dann lassen wir den jeweils nochmal eine Stunde fürs Aufmachen. Eine Stunde vorher ist dann die Küche schon offen, also die Kantine. Und eine Stunde später wird sie erst geschlossen, nach der ursprünglichen Essenszeit. Das ist, dass dann sowas nicht passiert wie die zwei Gefangenen, die dann hier standen und noch irgendwie fertig gegessen haben, weil sie keine Arbeit haben oder so. Und dann nicht hier rauskamen, ja. Deswegen habe ich das jetzt hier so dann manuell eingetippt. Und somit haben wir dann auch echt ein cooles System. Die Türen schließen sich auch beide so, wie sie sollen. Ich werde das Ganze jetzt in den nächsten Folgen mal im Auge behalten, wie das dann hier so funktioniert, ob das dann hier so funktioniert, weil ich habe jetzt bisher, was mich so ein bisschen irritiert, ich habe Köche nur von hier oben durchlaufen lassen, sehen. Ja, jetzt laufen sie auch von oben durch, weil irgendwie kam mir das so vor, wie als wenn die nur von dadurch kämen. Warum, hä, warum stehst du an der Stuffdoor, Junge?
Ja, da klingelt auch schon der Countdown. Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Hier ist die Tür. Hier können die Leute durchlaufen. Oder ist dieses Ding da im Weg oder was? Alle laufen so durch die Stuff Door. Seid ihr denn alle behindert, Mann? Ey, ihr nervt mich echt ein bisschen. Warte, komm, wir nehmen mal so einen Lowbob-Bauarbeiter. Wenn ich ihn mal kriegen würde, ne? Warum drängeln die sich jetzt alle hier durch? Ja, du, komm mal her, mein Freund. Hallo. Hallo. Ja, dann komm du halt her. Mir doch, Wayne. Wayne. So, lauf mal da hoch. Genau, quetsch dich mal durch. Er kann durchlaufen. Ich kapier das nicht. Wenn ich ihm sag, du sollst da hoch oder was, dann... Warum benutzt du nicht die anderen Türen, du Affenschädel-Typ, ey? Jetzt schließen sich die. Hä? Das kapier ich nicht. Muss ich hier vielleicht irgendwie... Warte, wisst ihr, wie wir das... Ich mach das jetzt ganz krass. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber hier haben wir diese Türen, ne? Ah gut, können wir nicht machen. Das ist kein... Wir müssten hier theoretisch noch eine Wand hinmachen und den Raum dann separieren, dass wir sagen, hier, da kommen nur Personal, kommt nur Personal durch. Ich denke, das werden wir in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Weil ich verstehe nicht, warum die ganzen Gefangenen hier durch möchten. Die können auch hier durchlaufen, die Türen waren doch offen. Komische Kacke. Komische Kacke. Und da jetzt alle schlafen, machen wir auch in der nächsten Folge eine Razzia. Aber das alles in der nächsten Folge. Und ihr seid jetzt wieder an der Reihe. Lasst Kommentare da. Bewertet positiv oder negativ. Je nachdem, wie ihr diese Folge Prison Architect von mir, Big Mongo Styler, gefunden habt. Wenn sie euch wirklich gefallen hat, diese Folge, und ihr sie sehr genossen habt, dann würde ich mich echt über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, wenn ihr sie total scheiße fandet, dann lasst halt, wenn es gar nicht anders geht, den Daumen nach unten da. Und ja, wie gesagt, das war's von mir, Big Mongo Styler. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bye bye!